Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu... Das war übersteuert, glaube ich. Einer neuen Folge von Let's Play. Edna bricht aus. Ich muss mich noch mal kurz ein wenig leiser machen. So, das war immer noch zu laut. Es tut mir leid. Okay. Dann werde ich jetzt einfach ganz leise reden. Okay, was müssen wir machen? Ich wollte nochmal mit Herrn Mantel sprechen. Glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube schon. Das war hier, ne? Ja, ich glaube schon. Müssen wir mit diesem Typen hier eigentlich irgendwas machen? Ich glaube nicht, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Reden. Hallo da drüben. Oh. Kommt nicht. Tja, das ist die Zoo. Shit. Ha. Ich brauche seinen Mantel. Und los geht's. Beziehungsweise ein Kissen brauche ich. So, das war's. Sein Kissen brauche ich. Was können wir denn eintauschen? Hier ist es zu dunkel zum Lesen. Da kommt der nächste. Nein! Ja, hier muss man einfach nochmal Alex unglaubliche Leistung. Das bringt nämlich jetzt nichts. Ach doch! Ja, hier muss man einfach nochmal Alex unglaubliche Leistung als Sprecher loben, bei dem ich halt irgendwie vor Ort halt irgendwie die gruseligen Texte mit der Waschmaschine im Studio gesagt habe, so, ja, weiß nicht, klingt doch einfach mal, weiß nicht, versuch mal irgendwas in Richtung Klaus Kinski, und er diese gruselige Waschmaschine interpretiert hat. Das ist natürlich sich psychologisch sehr einfach erklärt, dass die Waschmaschine als Symbol der Sauberkeit für Edna ein absolutes Feindbild darstellt. Und auch wenn sie die Waschmaschine halt freundlich tut, in Wirklichkeit will sie halt nur Böses. Das merkt, das spürt auch Edna. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Ja, egal. Aufzugkontrolle. Ich muss Ihren Kleiderbügel konfiszieren. Das ist leider unmöglich. Ich hänge zu sehr an ihm. Ihr hängt ständig zusammen rum, hm? Wir trennen uns nur zum Waschen. Da kommt der nächste Ausgang. Oh nein. Oh. Das ist ätzend, dass immer nach allem der nächste Ausgang sofort kommt. Man könnte ein tolles Gespensterkostüm aus ihm basteln. Leider hängt er außerhalb der Reichweite. Da kommt der nächste. Oh. Immer diese blöden Ausgänge. Okay. Seine Farblosigkeit lädt dazu ein. Leider hängt er. Oh, noch nicht der nächste Ausgang. Da kommt der nächste Ausgang. Nein! Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Kein Empfang im Wäschelift. Bist du durstig? Nein, danke. Für das genügsame Kleidungsstück bietet der Aufzug viele Ressourcen. Was für Ressourcen sollen das denn bitte sein? Mikrobenmilch. Man kann Mikroben nicht melken. Man kann. Man muss nur mit dem Melkschemel aufpassen. Da kommt der nächste aus. Alles klar. Ich will alles mit ihm ausprobieren. Es tut mir leid, Leute. Habe ich hier vielleicht Herr Mantel? Nur Herr Mantel, ne? Ich habe hier nicht irgendwie sein Kissen oder so. Nee. Da kommt der nächste. Willst du mich verarschen? Und los geht's. Also jetzt langsam hier, ne? Jetzt wird langsam echt ein bisschen ätzend. Ein bisschen sehr ätzend. Hast du Hunger? Nein, für das genügsam. Was für Ressourcen sollen das denn bitte sein? Krustentiere. Da kommt der nächste Ausgang. Da würde ich mir... Kann ich irgendwas irgendwie hier runterwerfen? Nee.
Bist du durstig? Na, hatten wir schon. Mann. Knifflig. Den Kleiderbügel zu benutzen wäre... Da kommt der nächste aus... No. Okay, aber ich glaube, mit dem Zehennagel wird auch nichts mehr passieren. Ah. Guten Tag. Achso. Ich geb... Da. Ja, das hatten wir ja schon mal. Die sind immer noch auf dem Klo beschäftigt und da muss ich auch, glaube ich, nichts mehr machen, oder? Nee. Nee. Kann ich hier noch was machen? Davon trinke ich lieber nicht. Ich habe da dieses gemeine Sodbrennen. Egal. Und Feige. Edna? Putz, Schnuddi-Stotz. Puh, ich dachte schon. Wir haben aber leider nichts dazu bekommen. Das ist ein bisschen doof. Barmann, ein... Aber natürlich. Nicht noch ein, lieber... Ah, okay. Ich glaube, hier können wir soweit auch nichts machen. Ha. Moment mal. Hey, Alu. Hallo, Ed. Was für... Ich hab noch eine... Schieß los. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Ja, hab ich doch. Sprechen wir... Ich muss... Pass. Los geht's. Aber Kindchen, wenn du mir den gibst, kommst du doch selbst hier nicht mehr weg. Du musst erst einen besseren Bügel finden. Wir brauchen Bügel Nummer 1. Ach, das ist doch doof. Ah. Sag das dem Kontrolleur. Es ist sein System. Dann müssen wir uns, schätze ich mal, irgendwie zum Abstoßen, Oh, wie heißt das? Mir fällt das Wort nicht ein. Runterfallen. Was soll das? Was hältst du von dem da, Harvey? Ein wenig zu farblos für meinen Geschmack. Da kommt der nächste Ausgang. Mit den Säcken konnte ich auch nichts mehr machen. Ja, hier hatte ich ja auch nichts mehr. Es ist an diesem Gitter befestigt. Ah. Mit einem Strohhalm darin rumzustochern wird nichts helfen, fürchte ich. Nee, damit bekomme ich höchstens Autotüren auf. Hätte ja klappen können, ne? Aufmachen! Polizei! Mist. Hätte auch klappen können. Sieh nur, Harvey, ein Schloss. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie von ganzem Herzen. Oh, das ist der Raum. Okay, den wollte ich eigentlich nicht. Der Raum hier hinten ist nicht betretbar. Was ist mit dem hier vorne? Ist das der Wäschelift? Nee, das ist das Badezimmer. Joa. Bist hier echt nichts? Außer die Wäschbecken, der Spiegel?
mehr Hauch. Yeah. Moment, ich muss irgendwie das Bettlaken von den beiden Boys da hinten bekommen, ne? Von den siamesischen Zwillingen, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mal... Als ob sie weg sind! Das ist mit Abstand das weicheste Bett, das ich je gesehen habe. Poti? Moti? Die haben sich in Luft aufgelöst. Guck mal, Harvey, ein Laken. Igitt, tu es weg. Sauber, sauber Gift, sauber, sauber Gift. Es tut mir direkt in den Augen weh. Ja, mir auch. Damit verschwende ich nur wertvolle Überschussenergie. Das Bett ist so weich, das federt alles ab. Damit können wir runterfallen. Edna. Ganz fett geschrieben mit dem Kugelschreiber. In diesem Bild verschläft Captain Unbrauchbar das Signal des Commissioners. Oh, das ist nicht so prickelnd. Inspektor Konrad kombiniert Zwillingsentführung. Ich habe Hoti und Moti nicht nach ihrer Telefonnummer gefragt. Ich Idiot. Wie sollen wir sie jemals erreichen? Okay. Hier steht nichts davon, dass man sich die Cocktails ans Bett bringen lassen kann. Da steht aber auch nicht ausdrücklich, dass es nicht geht. Stimmt. Die Handschrift des Barmanns ist einfach zu schwer zu entziffern. Einfach alles vollrotzen. Im Bett darf man aber keine Chips essen. Alter. Das Laken ist zu groß für den Bügel. Man möchte sich direkt reinfallen lassen. Kann ich das mitnehmen? Mir fallen zwar 1000 Möglichkeiten ein, wie ich die einsetzen könnte. Aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze Zeit mit mir herumzuschleppen. Ich darf nicht meinen niederen Trieben nachgeben. Ja, und nu? Nee. Es muss ja jetzt eigentlich... unten in die Wäsche. Los geht's. Was wollte ich denn machen? Achso, nachgucken. Da kommt der nächste Ausgang. Ja. Ja. Wuhu! Nice. Gut, dass die da lag. Sonst hätte ich mir wohl etliche Knochen gebrochen. Ja, möglich. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Heute ist nicht Waschtag. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Heute ist nicht Waschtag. Hallo Edna, dein kleiner Freund da ist ja ganz schmutzig. Findest du? Gib ihn mir, damit ich ihn reinigen kann. Wie ein weißes Blatt Papier. Edna nicht! Es ist eine Falle! Okay. Hallo Edna, dein Poloschläger könnte etwas mehr Glanz vertragen. Aber das Blut meiner Feinde muss doch an der Waffe kleben bleiben. Das bringt Glück. Nicht für die Feinde. Ja, die Feinde sind ja egal. Hallo Edna, willst du nicht deinen Stift reinigen? Ich weiß nicht. Warum sollte ich das wollen? Er ist ein Schmierfink. Ein schmutziger, dreckiger Schmierfink. Mir gefällt dein Tonfall nicht, Waschmaschine. Echt so? Das Cape von Captain Unbrauchbar ist rot. Sein Anzug ist weiß. Pass auf, nützlich Boy! Sie dürfen nicht zusammen in die Waschmaschine! Ui, was funkelt denn da so nett? Darf ich das mal sehen? Nein. Ach bitte, gib es mir.
Gib es schon her. Pfui, aus! Böse Waschmaschine! Sitzplatz aus, mach Männchen! Hallo, Edna. Soll ich den Hörer für dich abputzen? Da sind überall Bakterien drauf. Überall Bakterien. Na und? An meinen Händen sind auch Bakterien. Und die putze ich mir ja auch nicht ab. Hat sich die Zickzackschere auch die Zähne geputzt? Nein, sie ist stolz auf ihren Verwesungsatem. Hat die Waschmaschine gerade ihre Krallen ausgefahren? Süß! Ei, todessüß! Todessüß! Alles klar. Was riecht denn hier so? Du. Oh, sorry. Das sind wohl die Reste vom Stinkdrink zwischen meinen Zähnen. Soll ich dich reinigen? Vielleicht später? Hallo, Edna. Dein Spuckröhrchen ist ganz verseiert. Ich helfe dir gerne, es zu reinigen. Vielleicht später. Boah, Harvey. Diese Waschmaschine, mit der ich mich da gerade unterhalten habe, ist voll Psycho. Stecken wir sie lieber in Brand. Sobald wir Feuer gefunden haben, kleiner Kumpel. Alles klar, sofort in Brand stecken. Da fehlt das Bindeglied. Nägel. Für die einen sind es nur Fußnägel. Für die anderen sind es die proteinreichsten Schraubenzieher der Welt. Ja. Säcke brauchen wir nicht nochmal. Hatten wir ja schon mal. Okay. Es ist eine gruselige Waschmaschine. Eine sehr gruselige Waschmaschine. Wo sind wir hier? Oh, warte mal. Nee. Hier gehen wir jetzt erstmal nicht lang. Erstmal nicht. Ich will jetzt erstmal unten alles erkunden. Nur der obligatorische bringt eure Löffel zurück in die Mensa-Aushang. Screens, in denen eine Treppe zu sehen ist. Für solche Screens bekomme ich, wenn ich die auch nur skribble, bekomme ich mittlerweile Prügel dafür. Weil Treppenanimationen halt durchaus sehr komplex und schwierig sein können für 2D-Artists. Besonders, wenn sie mit mehr als 2 Frames pro Stufe auskommen sollen. Ich habe mir damals überhaupt keine großen Gedanken darüber gemacht. Fürchte ich. Ich habe die einfach gemacht. Ich dachte halt... Und naja, hier das Graffiti vorne an der Wand, das hat natürlich auch noch eine interessante Geschichte. Und zwar ist der Ursprung dieses wunderschönen, gelungenen und treffenden Dr. Marcel Graffitis, nämlich auch die geheimnisvolle, verloren gegangene dritte Rückblende. Hier lernt Edna ihre dritte Harvey-Fähigkeit, die ebenfalls im fertigen Spiel nicht mehr gebraucht wurde. Und zwar von niemand geringeren als von Michael Jackson. What? Der nämlich, was die wenigsten wissen, auch ein talentierter Sprayer ist. Den Moonwalk. Dritte Harvey-Fähigkeit, Moonwalk. Darauf musst du dir verzichten. Die Idee zu dieser Fähigkeit stammt übrigens aus meinem allerersten Adventure, das ich damals zu Schulzeiten gemacht habe. Da können wir gar nicht alt gewesen sein. Und zwar in der Projektwoche haben wir versucht, ein Adventure zu machen. Und unser Charakter ist immer so geschlurft, weil wir es einfach nicht hinbekommen haben, die G-Animation, also wir haben es damals mit Visual Basic gemacht, auf einem Amiga sonst wie viel. Das war noch vor der PC-Zeit. Und unser Hauptcharakter, den wir halt in Pixelgrafik zusammengepixelt haben, wir haben einfach diese G-Animation halt nicht timen können und deswegen hat er immer gemoonwalked, wenn er lief. Und besonders schlimm war es, dass an manchen Stellen der Charakter halt rückwärts lief, also einfach die Rückwärts-G-Animation halt, also die Vorwärts-G-Animation abgespielt wurde, obwohl er halt in die falsche Richtung lief. Und da sah es dann tatsächlich so aus, als würde er moonwalken. Und ich dachte, das kann ich leicht wieder herstellen. Entsprechend kann ich auch halt, ohne eine neue Animation zu zeichnen, Edna diese neue Fähigkeit zu geben, zu moonwalken. Das war geplant für die Rückblende. Eigentlich schade, dass es rausgeflogen ist. Warum ist das rausgeflogen? Ach, naja. Ich find's auch schade.
Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.